Herzlich willkommen hier an der E-Bike-Erlebniswelt. Er hat wohl den Lauda. Ich komme gerade von einer kalten Probefahrt. Und zwar habe ich ein Tauberrad getestet. Ein Crossover mit Brose-Antrieb und Kettenschaltung. Das E-Bike kriegt ein Kunde aus Frankfurt. Und ich habe jetzt mal diese SRAM-Schaltung hier mal ausprobiert. Die haben wir noch etwas justiert und eingestellt. Da hat der Umschlingungswinkel nicht ganz gestimmt. Das war also, wenn man den Berg hochfuhr, dann hat es dann auf einmal Geräusche gemacht unter Last. Und das ist ja nichts. Also es war der Umschlingungswinkel. So, ich lege mal kurz ab, dann erkläre ich noch ein paar Sachen zu dem Rädle. Mir ist aufgefallen, ich habe einen sehr guten Grip gehabt mit meinen Füßen auf dem Pedal. Und zwar, das sind so Bärentatze-Pedale, hießen die mal früher. Da werden hier so Stifte eingeschraubt. Wenn man mit solchen Wanderschuhen unterwegs ist, wie ich, na, dann hat man da einen sehr guten Stand drin. Ich fahre meistens mit solchen Schuhen, weil die auch eine harte Sohle haben, die sich nicht durchbiegt. Ne? So, dann ist es der starke Motor mit 90 Newtonmeter. Also das macht richtig Spaß. Ich bin gerade bei uns in Lauda der Ölberg hochgefahren und da geht es ziemlich steil hoch. Und dann, wenn man dann da volle Pulle drückt, dann zieht es ab. Sagenhaft leise. Also man hört nur ein ganz leises Säuseln unter Last, sonst vollkommen ruhig. Das Handling ist klasse. Ich habe sowohl ein agiles Fahrverhalten, auch sehr stabil auf der Gerade. Ich konnte also jetzt mal gleich mal die Hand wegnehmen vom Lenker. Und mir habe ich hier auch einen Komfortlenker, der nach hinten gezogen ist. Hätte ich jetzt noch den Sattel höher gestellt für mich oder so, dann wäre ich da sehr angenehm drauf gefahren. Natürlich war es zu nieder. Und ja, was haben wir denn da? Der Kunde hat gleich von vornherein hier vom Schulz hier dieses Teil einbauen lassen. Also man kann jetzt quasi für Leute, die sich auf dem Heckträger transportieren oder im Wohnmobil, die können jetzt gleich den Lenker schräg stellen und schwuppdiwupp. Nachteil, ne, Nachteil ist keiner, man kann den auch hier Höhe verstellen. Aber das dann halt einmal und dann ist verstellt. So, ansonsten, was gibt es noch zu entdecken? Mir ist gleich aufgefallen beim Fahren, bei hoher Geschwindigkeit, das musste ich jetzt machen, weil ich auch gleich noch die Bremsen eingebremst habe. Auch wichtig, dass die nicht quietschen später. Und dass die Bremsleistung auch nochmal hochgeht. Gerade wenn sie es dann bei uns abholt, dann muss ja auch die Bremse dann zu 100% gehen, wenn möglich. Mir ist gleich aufgefallen, ich habe eine sehr komfortable, aber doch sehr sichere Sitzposition. Warum? Das ist eine progressive Sattelfederung. Die hat den Vorteil, dass bei hoher Geschwindigkeit der Körper nicht aufschwingt. Probiere es bei uns aus. Es ist tatsächlich so, es gibt auch noch die linearen Federn, die dann etwas komfortabler sind, so wie die amerikanische Straßenkreuzer oder die Ami, die vorher ganz solche Autos, die sind sehr weich und so, während die Deutschen eher sportiver unterwegs sind. So, wir haben 27 Zoll Bereifung drin, Allround. Das sind die Schwalbe Marathon Plus, wenn ich mich nicht ganz durch. Super reif, also ich bin begeistert von dem Rädle. Läuft ganz leicht, schön agil, sehr sicher auf der Straße. Mein Gott, nee. Also ich würde sagen, der Mann, der das jetzt kriegt, ist ein Glückspilz. Also wenn auch Sie sowas interessiert, kommen Sie einfach zu uns nach Lauda, machen Probefahrt. Wir haben über 40 E-Bikes zum Testen da. Und wir machen sogar jetzt eine Aktion, dass Sie sogar mal 3 Tage lang ein E-Bike mit nach Hause nehmen dürfte. Allerdings nur übers Wochenende, nämlich unter der Woche brauchen wir es ja. Okay, also dann bis bald. Tschüss, Ihr Erhard Wott und das gesamte Team.